Hallöchen Leute und herzlich willkommen heute zu Call of Duty Black Ops 2. Ja, wie ihr wieder seht, sind wir natürlich wieder im Kinomodus, weil das irgendwie sich ganz schön praktisch macht. Drück mal das mal weg. Ich meine, man sieht ja, dass ich jetzt gleich hier lossprinten werde. Ich hoffe, das leckt hier nicht allzu sehr, weil er ziemlich viel laden muss. Bis jetzt leckt so ein bisschen. Naja, gut, ist ja egal. Trotzdem erstmal hallo. Viele werden sich jetzt einige denken, jetzt hat er schon wieder 3 Wochen nichts hochgeladen oder einen Monat. Ja, aber das ist jetzt natürlich die Entschädigung dafür, wie immer. Ja, keine Ahnung. Manchmal komme ich, wie gesagt, einfach gar nicht dazu oder hab gar nicht so die Lust. Das klingt zwar immer doof, weil wenn ich ja Abzug YouTube mache bestätigt. und sowas, sollte ich auch Lust dazu haben, was aufzunehmen. Und gerade auch, wenn ich jetzt einige Abonnenten mehr dazu bekommen hatte, sollte das ja alles gar kein Problem sein. Naja gut, ja, mit was fange ich denn jetzt eigentlich an? Ja, um euch natürlich jetzt erstmal zu erzählen, was das denn hier überhaupt ist. Das ist hier Capture the Flag, was ich hier gerade spiele. Und zwar hatten wir gestern ein Clan Wars. Ja, genau. Und das ist jetzt mit dem Clan sozusagen gespielt. Hatte ich euch ja letztes Mal versprochen, dass ich auch noch was reinbringen werde. Was mit dem Clan hier ist. Und das ist es eben. TP, The Eliminiert. Predators. Ja. Und wir haben halt Clan Wars gehabt. Wie gesagt, hier Catch the Flag. Und das Ziel war halt eben, die meisten Flanken zu erobern. Die Gegner sind jetzt natürlich andere. Wir spielen halt gegen die ganze Welt sozusagen, wenn man es so nimmt. Also, wir waren zu fünft. Also haben sich fünf dafür bereit erklärt. Und die anderen, keine Ahnung, die machen dann eben die anderen Tage mit. Es ist jetzt jeden Tag was. Naja, gut, und dann haben wir eben, wie gesagt, hier schön erstmal eine Runde abgeräumt, oder jedenfalls ich, mit den anderen natürlich auch. Also Teamwork war natürlich richtig geil. Das macht erstmal Spaß, wenn man überhaupt, ja, der Arsch, Scheißcamper. Das macht natürlich erstmal Spaß, mit den allen zusammenzuspielen. Ich kannte die ja vorher noch nicht, weil bei 100 Mitgliedern, weißt, kennst du ja noch nicht alle. Und da war es natürlich auch erstmal aufregend, aber es war an sich halt auch echt geil, muss ich sagen. Wir haben uns gleich super verstanden, hat alles gepasst, wir haben schön zusammengearbeitet. So sollte es doch, denke ich mal, sein. Ja, und so, denke ich mal, sah es eigentlich ganz gut aus. Die Runde habe ich 29-12 gespielt. Ja, gut, ein paar Tote zu viel, muss ich sagen. Aber ansonsten war das eigentlich eine relativ gelungene Runde. Immerhin habe ich hier mir die Flagge gekrallt und die werde ich dann auch stolz ins Ziel bringen. Ja, und macht schon Spaß, muss ich sagen, in so einem Clan erstens zu sein. Es gibt immer zwar immer Regeln, an die man sich so ein bisschen halten muss, aber ansonsten ist das schon echt geil, muss ich sagen. Ja, vielleicht den Happy Shadow 02 werde ich vielleicht auch noch so ein bisschen überreden, dass der auch noch da mitmacht und kommt auch noch mit den Clan rein. Da kann er dann auch natürlich immer hier mitspielen. Das Problem ist bloß immer, was ich mit der Elgato habe. Ich weiß nicht ganz, wie ich das aufnehmen kann, dass ich noch die anderen höre. Weil bis jetzt war es immer nur so, dass man mein Gelaber gehört hat, wenn ich das aufgenommen hat. Aber wenn ich das aufgenommen habe und ich will aber auch den Sound von den anderen aufnehmen. Also deswegen würde ich euch jetzt gerne mal fragen, wie ihr, beziehungsweise wie andere YouTuber das denn machen, dass sie den Sound noch von den anderen Mitspielern mit aufnehmen können. Das wäre noch geiler, weil dann hättet ihr noch mehr Fun, denn wir hatten da natürlich viel geredet und auch gequatscht und gelacht und Klatsch und Tratsch und Kaffee und tralala. Ja, da hat es eigentlich ganz super gepasst und ich danke euch nochmal auch ganz herzlich. 110 Abonnenten, die ich jetzt habe. Ich hoffe, es werden natürlich jetzt immer mehr. Ich bin ja stolz, dass ich so diese 100er Grenze geknackt habe. Mein Abo-Special habt ihr ja gesehen, mein Shuffle-Video, wer es noch nicht gesehen hat. Ich werde es am besten nochmal in die Beschreibung packen. Oder es kann auch sein, dass ich das jetzt natürlich als, naja, als Video hier mit reinbringe sozusagen. Dass ihr am Ende des Videos dann eben gleich darauf klicken könnt und gleich weitergucken könnt auf meinem Kanal. Ja, sowieso mein Kanal sieht ja am Anfang hier dieses Bildchen, was dann immer noch in der Ecke ist. Ja, wieso ich das jetzt hier gerade aufnehme, wie gesagt, geiler Score! Naja, und das Problem ist halt immer online so dieses Live-Reden. Ja, okay, da würde ich lieber so einen Livestream oder sowas wie mein Kumpel, der Happy Shadow, das jetzt immer so macht. Das ist immer, der hat jetzt auch immer erst gemacht, aber so würde ich das, denke ich mal, dann auch machen, wenn ich live spiele. Denn wirklich die Commentaries, das ist einfach so zu labern, einfach so
über alles Mögliche zu reden ist hier wirklich viel einfacher, weil man guckt, sitzt einfach da, man kann sich konzentrieren, man kann schön was dazu labern. Ich meine, wenn ihr vielleicht sagt, okay, ich möchte dich mal so richtig in Action sehen, dann könnte ich ja, wie gesagt, das live machen. Auch gerade wenn ich mit meinem Clan spiele, könnte ich ja dann hier Livestream machen, auf jeden Fall. Ich muss natürlich aber nochmal mich mit dem Clan-Leader unterhalten, ob das denn überhaupt okay ist, wenn ich, schön, letzter Abschuss. Ja, wenn ich denn jetzt überhaupt das mache und sowas, ob ich das darf oder wie ich den Clan dort präsentieren soll. Soll ich ihn nicht so präsentieren? Soll ich sagen, ja doch, das ist es, oder soll ich es ihn halt ein bisschen bekannter machen auf YouTube? Da muss ich mich nochmal ein bisschen unterhalten mit ihm, aber ansonsten habe ich da, denke ich mal, doch schon dann viele Anhänger, und die freuen sich natürlich, wenn das einer aufnimmt, weil dann kommen die vielleicht ja auch zu mir und sagen, pass auf, ich habe das und das aufgenommen, könntest du das bei dir hochladen? Könnte ja auch mal der Fall sein. Würde ich natürlich auch machen, weil es ist ja mein Clan und ich finde, das gehört mit dazu, und so macht das auch Spaß und so ist das natürlich auch viel geiler. Ich muss sagen, wenn man mit einem Clan an sich spielt, wer ist ein weißer Panda? Wer ist ein weißer Panda? Kung Fu, everybody was Kung Fu Panda. Okay, nee, gut. Und ja, da ist es dann natürlich schon viel geiler, weil man dann richtig schön durchzieht, so. Weiß nicht, das ist dann halt irgendwie geiler, dass in dem Teamwork man gewinnt auch mehr, als wenn man alleine spielt, weil die anderen machen ja eigentlich wirklich genau das Gleiche. Die tun ja sich auch mit Kumpels so zusammenschließen, und da spielst du einfach viel besser, oder der Teamwork ist einfach viel geiler, gerade auch wenn man sich unterhält und also wenn man sagt, du gehst jetzt dahin oder pass auf hier, ich kümmere mich hinten um die Flagge, ihr zwei geht schon mal vor, holt die, wir anderen clearen, also das heißt, wir anderen machen ja sauber sozusagen, killen, und das ist eigentlich auch nicht schlecht sozusagen. Ja, da wird man jetzt baitet durch diesen scheiß Camper weggeholt. Tja, leck dich doch. Und ja, aber jetzt wurde er gekillt von Jesse. Ja, Jesse ist ja auch, ja, sind ja eigentlich alle aus unserem Clan, außer einer. Wir waren ja nur zu fünf, da ist ja natürlich dann immer einer noch nicht aus unserem Clan. Ja, aber die Runde war schon relativ nice. Ja, da sieht man jetzt natürlich erstmal, wie ich ein paar Sekunden da liege. Das ist natürlich immer ein bisschen nicht ganz so schön, aber auch passt schon. Ja, der holt schön die Flagge. Wow. Jetzt habe ich mich auch mal so hingelegt, aber das hat nie so geklappt. Ich mag das, genau, das wollte ich auch noch sagen. Das hätte ich wirklich fast vergessen, weil ich mich gerade so hingehauen habe. Ich hasse das, wenn die sich bei COD immer hinlegen. Wenn die sich vor dir auf den Boden legen. Ich hasse sowas. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Auch wenn ich das bei anderen sehe, die so spielen oder so, weiß ich nicht. Ich wäre kein Beschuldigen oder sowas, deswegen nenne ich jetzt so nicht so Namen, aber wenn die sich dann immer hinlegen, ich hasse sowas, das ist doch kacke. Immer dieses vor einen Hingelege, das ist, oh, könnte ich manchmal ausrasten, da denke ich mir dann immer so, ja, leg dich hin, leg dich hin. Ja, schön, erstmal jetzt immer der Granate gekillt, EMP haben die rausgehauen. Ja, gemettert. Ja, nö, aber das finde ich echt immer so assi. Naja, gut, okay. Genug aufgeregt jetzt darüber. So, und dann bin ich auch schon wieder da. Ja, wie lange geht das jetzt eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich höre dann irgendwann mal auf zu reden. Ich glaube, 10 Minuten geht's. 8 Minuten haben wir jetzt schon hier verquasselt. Und nein, ich musste jetzt mal wieder ein Video rausbringen. Ich wollte eigentlich Battlefield 3 rausbringen. Das bloß das Problem war, mit den Leuten, mit denen ich das eigentlich machen will, weil Squads sind ja immer 4 Leute. Und mit den anderen 3 Leuten nie habe ich die so zusammengekriegt oder selbst, oder wie gesagt, ich hatte dann selber mal keine Zeit oder sowas. Oh, das war immer relativ nervig. Naja. Ja, aber hat eigentlich schon im Großen und Ganzen sonst gepasst, ey. Abschuss bestätigt. Da gehe ich durch. Ah, der wieder, dieser scheiß Sniper. Naja, nö, aber ansonsten, na, kriegt man noch mal hin, dass ich noch mal ein BF3, also Battlefield 4 werde ich mir, denke ich mal, nicht holen. Aber auf jeden Fall ein Battlefield 3 werde ich noch mal rausbringen. Irgendwann mal, wenn ich sie jetzt mal zusammentrommeln kann. Ah, da guckst du schon. Ja. Ja, und vielleicht könnte man ja wirklich mal so einen Livestream machen, gerade wenn ich was mit dem Clan mache, lohnt sich's ja eigentlich. Weil da passt das ja, muss ich sagen. Nun wieder. Da habe ich jetzt übelst über den drüber geschossen. Naja, war ein bisschen fail. Ja, eigentlich die MP7 ist schon für mich eigentlich die geilste Waffe, so, die ich bis jetzt sowieso immer nehme. Die habe ich auch schon jetzt
Die habe ich jetzt ja auch schon auf dem höchsten Level fast jetzt. Also ich bin jetzt schon Prestige 2 und kämpfe mich jetzt zum Full Level durch, weil ich will die ja auch mal ein paar geilen Farben und so haben. Aber immerhin habe ich die Flagge zurückgeholt und den habe ich auch gekillt, weil der halt Fail ist. Und ja. Naja, mal gucken, ob ich jetzt mir noch die nochmal kralle. Aber ich glaube, ich habe es mir eigentlich nicht gekrallt. Ich habe jetzt hier den, glaube ich, noch gekillt und den da hinten nicht mehr. Da bin ich dann einfach wieder gegangen. Das war der, glaube ich, von hinten. Und jetzt hängt's. Hallo? Hallo? Wieso hängt das jetzt? No, nein. Weil der Player aus ist, oder was? Nur weil der Player ausgegangen ist. Ach, so ein Scheiß, Mann. Ja, okay. Durch diese kleine Unterbrechung haben wir nochmal wieder Zeit gewonnen, um uns weiter zu unterhalten. Hallo! Nein, okay. Ja. Ich hoffe auch wieder, dass ihr hier fröhlich einschalten werdet. Fröhlich! Und ja. Und munter und noch schön mit der Hunter-Killer-Drohne. Noch richtig schön. Zwei gekillt. Ja. Nur als wie man halt jetzt am Ende hier sieht, habe ich einen Score von 29-12 und damit würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze doch gleich mal hardcorehaft hier am Ende. Jo, naja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß euch noch auf YouTube. Guckt schön nochmal bei meinem Kanal vorbei. Gebt mir Informationen, gebt mir Ideen, schreibt mir Kommentare und schön abonnieren, denn ihr wollt ja auch nichts verpassen. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Keep on the make it better, do it faster, makes us stronger than ever. After our work is never over. Keep on the make it better.